Da würde ich aber gerne mal mit Patty auch kurz kommen und sagen, es geht ja nicht darum, ob ich lerne oder ob ich nicht lerne, sondern wie gut ich lerne und wie gut die Maßnahmen, die ich auswähle, für mein Lernen geeignet sind. Also sagt, lernen werde ich immer. Und aus dieser Denke heraus fände ich es eigentlich nochmal ganz spannend, kurz einen kleinen Moment zurückzutreten und über diese Trias nachzudenken. Arbeiten, Lernen und Bildung, Stichwort auch Meta-Lernen. Also was ich jetzt da ein bisschen rausgehört habe, ist ja auch, wie lerne ich, um meinen Job besser zu machen. Das heißt, es ist getrieben von Produktionstechniksystemen, es ist getrieben von betrieblichen Anliegen, aber irgendwie bleibt ja trotzdem noch diese Trias ein Stück weit erhalten, weil den Menschen, den wollen wir doch ja wieder stärker sehen. Und dann haben wir doch auch das Bildungsthema wieder auf dem Tisch. Aber das, was im Betrieb abläuft, ist jetzt nicht der Dreiklang von Arbeiten, Lernen, Bildung. Im Betrieb läuft was ganz anderes ab grundsätzlich. Das ist die Arbeitsorganisation, das ist die Qualifikation, die dazu kommt, und das ist die Personalentwicklung oder die Technik. Das kommt zusammen. Mhm. Technik sind neue Technologien, E-Technik, wie auch immer. So, und das ist für den Betrieb entscheidend. Der hat also jetzt technologische Entwicklungen, Innovationen, wie auch immer, Arbeitsstrukturen werden verändert. Der hat also als nächstes neben der Technik eine entsprechende Arbeitsorganisation und passt dann den Menschen an. Und da bin ich bei einer ganz anderen Trias als dieser, weil wenn ich jetzt im Betrieb mir die Kompetenzentwicklung, wo ich voll mit übereinstimme, das meiste, wir haben Untersuchungen weltweit, ob das der Gallagher in Australien ist oder Livingston in Kanada, wie auch immer, oder Masick in den USA und bei uns mittlerweile auch, die eben sagen, dass 70-80% des so von dir beschriebenen Lernens informell abläuft. Das heißt also, derjenige löst seine Aufgaben und er lernt dabei. So, und jetzt sind wir aber genau an dem Punkt, übrigens, er entwickelt seine Kompetenzen, voll mit einverstanden, aber in dieser Trias von Technik, Arbeitsorganisation und Qualifikation. Und die ist, die fundiert, ist gegründet auf Geschäftsprozesse, die auf Gewinne ausgerichtet sind. Da findet genau so viel Qualifikation statt, wie notwendig ist oder wie mir jetzt von mir aus die Prognose, Bildungsbedarfsanalyse oder Qualifikationsanalysen sagen. So, und da bin ich erstmal überhaupt nicht bei der Bildung. Ich finde das wunderbar ernüchternd an der Stelle, nochmal da tiefer in die Praxis zu gucken. Ja. Also einfach zu sagen, Lernen ist eigentlich kein Selbstzweck, sondern im betrieblichen Kontext ganz klar eigentlich nur ein Teil der Geschäftsstrategie, was im Umkehrschluss auch heißt, Lernkultur ist eigentlich nur ein Teil der Unternehmenskultur, der das Ganze unterstützen soll, wie wir unser Geld verdienen. Ja, ganz, es gibt nur eine einzige Begründung, warum betriebliches Lernen betrieben wird, nämlich dazu beizutragen, die Unternehmensstrategie erfolgreich umzusetzen. Ich habe das selber noch erlebt, so vor 30, 40 Jahren waren manche Bildungsabteilungen fast so aufgestellt wie Volkshochschulen mit Sprachkursen und Atemübungskursen und solchen Dingen. Das ist heute nicht mehr realisierbar, weil letztendlich immer die Frage im Vordergrund steht, was benötigt das Unternehmen, was benötigen die Mitarbeiter, um erfolgreich am Markt zu agieren. Und das Unternehmen wird einen entsprechenden Ermöglichungsrahmen aufbauen müssen. Sind wir jetzt bei der Ermöglichungsdidaktik von Rolf Arnold. Aber ich bin fest davon überzeugt, es geht in diese Richtung, dass die Lerner immer mehr einen Ermöglichungsrahmen angeboten bekommen, den sie dann nutzen können, um ihre Aufgabenstellungen, Problemstellungen am Arbeitsplatz optimal lösen zu können. Und dass sie dann dabei beim Lösen ihrer Aufgaben auch lernen, das ist dann quasi die zwangsläufige Folge davon. Und jetzt wäre aber spannend, vielleicht kriegen wir das.